Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hammerhelm. Also nee, Leute, ich verstehe das Endgame von dem Spiel einfach nicht. Das ist mal Fakt. Ich speichere mal gerade. Ich habe Offcam, jo, jetzt halt dieses Lagerhaus da freigeräumt. Ich sehe gerade, meine Minenarbeiter bringen irgendwie nochmal nichts mehr bei. Traumhaft. Das ist gerade passend. Was ist denn das jetzt für ein Schrott? Komm, ich wechsle einfach mal wieder einen dieser Minenarbeiter, Arbeiter und Minenarbeiter. Und da hat es ja oft auch geklappt. So, wen haben wir denn da? Haben wir irgendwen, irgendeinen Arbeiter, der Maulwurf ist oder sowas. Visuell und dumm. Komm, dann machst du das halt hier, Arbeit wechseln. Dann wirst du jetzt, hier Minenarbeiter oder so. Und tust irgendjemanden hier ablösen. Und zwar, mürrisch und modisch, oder? Komm, Vianna, du bist frei. Vianna, ich hoffe, jetzt funktioniert... Ah, jetzt ist es auch direkt angesprungen. Jetzt ist direkt was passiert. Ich habe jetzt direkt Silber bekommen. Vielleicht war es ein Zufall, keine Ahnung, wir werden sehen. Unten sehen wir wieder... Ah, ne, Quatsch, Diamant heißt das. Diamant und Blutstein. Generelle Steine bringen sie herbei. Wunderbar, alles klar. Die Nahrung läuft uns langsam aus und da bin ich auch gerade auf die Idee gekommen. In der Taverne selbst, seht ihr, jetzt habe ich nochmal super viele Blutsteine bekommen. Das muss kein Mensch verstehen, keine Ahnung. So, hier Minenarbeiter weg. Was können wir denn noch bauen? Und zwar Taverne würde ich ganz gern noch machen. Weil wir wollten uns eigentlich mal irgendwann mal so Gerüchte und so nochmal anhören. Erhöht die Menge an Griffen und Werkzeugen, die Metallarbeiter herstellen kann. Jo, super. Also kann ich überhaupt noch eine Taverne herstellen? Nö, ne? Hat sich schon erledigt. Wir können noch ein Kochhaus machen. Wo ist denn hier die Taverne? Irgendwo habe ich die mal hingesetzt. Das war da hinten irgendwo so ein Riesenteil, ne? War das so? Wir müssen dann doch mal ein paar Gebäude hier ablatschen. Bist du die Taverne? Ne, du warst der Gelehrte, ne? Kann nur die Fertigkeiten zurücksetzen. Jo, alle freuen sich kaputt und die Taverne ist hier gegenüber, ne? Taverne, guten Tag. So, Adulf. Hat nur eine Mission, super. Kommt keine Info, nix. Ich kann die Sachen gar nicht anklicken, die mir hier eigentlich im Spiel verkauft werden, dass da irgendwelche Schaltflächen irgendwann wären. Aber da geht gar nichts. Was soll denn das? Was ist das für ein Spiel? Habe ich hier eine alte Version oder was? Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Manche Dinge tun sich bis zum Endgame einfach nicht auf. Die kommen einfach nicht. Was soll denn das? So, das war's. Geben wir die Quest ab. Zufälligerweise, weil ich jetzt gerade nochmal hier war. Super. Wollte ich eigentlich gar nicht... Jo, da ist nichts. Ich kann nichts machen. Sind so Spiele wirklich so, wie ich es gerade annehme? Dass man halt hier einfach das immer wieder macht und Spaß dabei hat? Chillt hier irgendjemand in irgendeiner Taverne rum und pennt hier zufällig? Und glitscht durch die Decke? Okay, 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 okay. Gleich habe ich einen Bug. Ich fall durch den Boden. Ich merke es. Komm raus hier. Da ist echt gar nichts. Alter, was ist denn das? Ja, gut. Was konnte ich noch bei den einzelnen Leuten kaufen? Also wie gesagt, noch so manche Dinge. Ja, die Rüstungsdekorationen und Rüstungen generell. Ich guck mal gerade, also dass ihr auch wisst, was ich da immer die ganze Zeit labere. Hier, so sieht's aus. Iron Armor brauchen wir noch und Meet Crumble und Learn His Story. 42% der Spieler. Also mehr Spieler haben den getroffen, als eine Eisenarmor hergestellt. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist dieser Crumble? Habe ich irgendwas komplett übersehen? Aber der kam bei mir einfach nicht. Ich habe echt manchmal das Gefühl, als ob manche Sachen... sich bei mir nicht so... Achso, finde das Verlies. Ich wollte gerade sagen, was ist da auf der Karte eingezeichnet? Ja, ich habe halt nie einen Crumble gefunden. Crumble, wo bist du? Gut, ich könnte jetzt noch in der Welt rumlaufen und irgendeinen Crumble suchen. Und ansonsten müssen wir noch die Iron Armor herstellen. Und mehr muss ich eigentlich nicht mehr machen, ne? Und wie gesagt, den Rest könnte ich dann Offcam versuchen. Wir können nochmal Baumodus. Ich baue jetzt noch so eine Hütte. Noch ein Steinhaus. Haben wir noch mehr Leute zur Verfügung, die noch schneller krassen Kram hier beischleppen können. Wunderbar. So, den da, wunderschön, hungrig, visuell, klaustrophobisch, schnell und mürrisch, wegen mir das.
und klaustrophobisch und modisch. Passt ein bisschen auf die Sachen auf. Also auf die Kleider auf. Können wir vielleicht noch ein Haus bauen. Hier Werkzeug. Erlaubt das Herstellen von Kupfergegenständen, einfachen Tränken und Werkzeugen. Da haben die Leute hier mehr Werkzeuge zur Verfügung. Das ist ja irgendwie noch ihr Problem. Können wir gerne auch mal noch zusätzlich machen. Noch so eine Metallarbeiterwerkstatt. Ich glaube, die brauche ich jetzt eh. Also klar, bräuchte ich jetzt nicht. Könnte ich jetzt einfach auch nochmal hinlatschen. Bauen wir hier nochmal so eine Parallelstraße auf. Und dann ist hier auch bald alles voll, ne? Ich baue das jetzt mal so dahin, dass wir ein bisschen Platz haben. Und wir müssen noch, kann sein, dass er jetzt wieder meckert, Abwässerkanäle und so bauen, ne? Steinbrunnen, ja, jetzt meckert er wieder. Gut, alles klar. Ja, was wollte ich jetzt machen? Achso, zu irgendeinem von diesen Händlern mal hinlaufen. Vielleicht meine ganzen Barren, die ich da habe, vielleicht runter recyceln da. Ich glaube, man braucht da auch gar nicht viele Eisenbarren, um diese Teile da herzustellen. Mal gucken, was ich da machen kann. So, wo ging das jetzt? Hier irgendwo, ne? Typ! Wo war das? Boah, Alter, ich so langsam... Hat er nicht immer hier gestanden? Nee, jetzt bin ich gerade irgendwie komplett verwirrt. Wo bin ich? Hat irgendjemand noch was Neues für mich? Was ist mit dir? Ah, der Kräuterkundler. Nö, Kräuter kann man hier nur neue zuordnen. Ja, manche Dinge sind einfach, die sind noch nicht passiert, ne? Wie gesagt, dass die so irgendwelche hier laden. Was soll das? Was soll laden? Wirkt echt so, als ob das noch dazukommt im Spiel. Ja, bei ihm können wir ja zu Eisenbarren runter herstellen sozusagen. Wenn ich das denn möchte, mache ich jetzt mal hier Eisenbarren aus Diamant und Bernstein können wir machen. Alle und hier auch alle. Das wird wahrscheinlich trotzdem lange nicht reichen. So, die ganzen Dinger sind noch nicht zugeordnet. Das mache ich jetzt mal. Hier, Metallarbeiter zuweisen. Machen wir... Tierlieb visuell. Oh, so was. Warum nicht? Mal, da sind die Tierlieben mal weg. Die müssen weg, die Tierlieben. So, ansonsten gehen wir nochmal in den Baumodus. Und jetzt müssen wir langsam noch... Ne, Nahrung ist immer noch top. Wir haben so viel Nahrung, ne? Was geht denn ab? Die fressen auch gar nicht mehr. Die sind einfach nur noch glücklich. So, irgendwo hier konnte ich Eisensachen herstellen und generell irgendwelche Sachen herstellen. Warum sind hier zwei Köche direkt nebeneinander? Habe ich echt zwei dieser Kochstationen schon gebaut? Okay, das ist natürlich ein Argument. Das war der Schreiner, ne? Da haben wir auch vieles... Ah, das da. Die Übungspuppe und... irgendwelchen dekorativen Kram hier. Da bräuchte ich das Schild und irgendwie die Rüstung oder sowas, ne? Also bräuchte ich noch etwas. Ich könnte ja auch einfach den Kram herstellen. Natürlich gibt es jetzt Probleme in den Abwasserkanälen. Nee, ich bin in der falschen Reihe. Hier vorne wollte ich hin. Da war doch irgendwo der Metallarbeiter und da kann ich vielleicht irgendwas mit Eisenbarren da bauen und so. War das der? Nee, das ist der Jäger. Alter, wo habe ich denn den hingebaut? War das doch da hinten? Das ist der Verarbeiter, ne? Hier, der da. Schmiedi. Warum steht da Koch? Will ich mich verarschen? Ist das ein Koch? Gut, dann doch. Es ist ein Koch, sorry. Wo war denn der Verarbeiter? Schneider. Ich wollte eigentlich... Ah, da, der war es, stimmt. So, Eisenbarren. Ah, da habe ich sogar noch ein bisschen was im Sack. Wunderbar. Jetzt kann ich eh nichts bauen. Doch, ich kann einen Eisenhammer bauen. Hier, ein Eisenhornhelm. Geht sogar, klar. Schultern, Schultern. Und jetzt fehlt der blöde Armschutz, das ist nicht wahr. Aber, ich habe vorgesorgt, Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, vielleicht löst das noch was aus, dass das Spiel jetzt checkt. Ey, krass, der hat da Eisen gebaut oder sowas. Oder ich verstehe einfach das Spiel falsch. Ich habe es aus Versehen durchgespielt und aus Versehen irgendwie irgendeinen Typ nicht getroffen. Und zwar habe ich hier noch super viele Barren am Start. Öffnen. Nee, war nicht hier. Wobei, gerade gut, dass ich hier bin. Moment, öffnen. Ich habe ein bisschen Organisation hier am Start gehabt. Hatte ich nicht noch eine Aufbewahrungstruhe gebaut? War das nicht so in der letzten Folge? Keine Ahnung.
So, hier. Seht ihr das? Ist ja krass, oder? Wie ich abgehe. So, hol mal das mal mit. Was ist denn das da eigentlich? Achso, die Schulterrüstungszeugs da. Gut. Ja, lege ich gerade auch mal ab. Brauche ich ja jetzt nicht. Normalerweise sollte das Spiel das trotzdem raffen. Behaupte ich mal. So, mach, pack mal weg. So, wunderschön. Irgendein Kobold. So, jetzt gibt es die... Ja, es gibt die immer wieder typischen Quests, ne? Das ist einfach... Ja, läuft jetzt die ganze Zeit in dem Stil ab. Wie gesagt, ich könnte noch weiter aufleveln, hoffen und beten. Ich kann auch mal einen neuen Spielstand starten und dann einfach mal gucken, ob ich irgendwann an diesem Crumble da vorbeigebrettert bin oder irgendeinen Erfolg. Einfach nur, die Erfolge sind ja anscheinend buggy. Und ich könnte mir vorstellen, der Crumble war vielleicht der Zwerg, der am Anfang gesagt hat, ja, geh in die Oberwelt und jo, setz hier mal die Dinge um und so. Blutsteinbarren, genau, und jetzt umwandeln. Nochmal zu Eisenbarren hier alles. Gut, alles klaro. Ich hoffe, das hat jetzt gepasst. Und dann müssen wir hier nochmal zum Werkstatttyp. Der ist direkt hier. Ist ja Wahnsinn. So, und jetzt bräuchte man noch die zwei Armschienen. Ne? Eisenarmschienen. Ah, da ist er ja. Eisenarmschutz. So, das da. Einmal, zweimal Erfolg bitte. So ist es. Gut. Wir haben rein theoretisch... alles gebaut, ne? Jetzt wäre es nur mal interessant zu wissen, wenn ich jetzt zu so einem Schneider da gehe, wo war der? Ne, hier, so ein Dekorateur, wie auch immer. Ah, hier läuft... Ah, das war das gar nicht. Kobold-Trophäe, stimmt, das habe ich auch alles gar nicht gemacht. Mhm, warum habe ich denn das Zeug nicht? Ach so, ah, umfärben. Umfärben ist vielleicht noch nice. Ja, machen wir das mal. Ach, come on. Eine Leinwand können wir malen. Ja, vielleicht löst das noch alles Dinge aus, aber das... kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ne? So, ich kann auch nichts verkaufen. Ich kann nichts machen. Ich bin im Arsch. Ich kann Sachen ablegen. Moment. Und dann können wir nochmal zum Schneider. Eventuell uns dann nochmal umfärben. Und dann den Rest mache ich dann offcam. Und dann hole ich euch... ja, in anderer Situation vielleicht nochmal mit oder wenn das Spiel ein Update bekommt oder sowas. Aber ich glaube, soweit passt das dann jetzt. Wir sind eigentlich dort, dass alles super geil hochläuft. Wir haben super viele Mitarbeiter da rumbrettern, Arbeiter, die irgendwas da sammeln und machen und tun. Also sind wir auch absolut voll. Hier Nahrung, jo, Erze fliegen bei, ich könnte die Dinge verkaufen und so. Kann mich jetzt, wie gesagt, easy hochleveln, könnte die besten Tränke brauen. Teleportation, check ich nicht. Ja, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mir über die Schulter geschaut habt und sagt, ja, das hast du noch übersehen und das hätte noch sehr wahrscheinlich das und das ausgelöst. Kann sein. Ich kann mir es fast nicht vorstellen. So, machen wir mal, hier, hellblau. Wir sind der hellblaue Rächer. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Bin ich jetzt hellblau? Das ist jetzt hellblau, oder was? Ich habe mich gefärbt. Mamas, ja, scheint wohl so zu sein. Kann ich nochmal färben? Machen wir jetzt mal was ganz Dunkles oder hier so rot. Geht nicht. Gut, dann machen wir nochmal blau. Hier mal ins Licht gehen. Ja, doch. Ja, kann man halt sein Hemd da so ein bisschen einfärben. Ist ja Wahnsinn, oder? Krass, oder? Wie mal abgehen? Blau, Gold ist doch mega. Gut, das war's. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Baumodus, ja. Wie gesagt, gut, bei manchen könnte man noch Maximum aufstellen. Schneider, 4 Schneider, warum auch immer. Ja, wie gesagt, Zauber nicht freigeschaltet. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Wir haben die krassesten Sachen hergestellt. Wir haben die Tüftlerwerkstatt. Wir haben alles Mögliche gebaut. Taverne. Ach nee, Quatsch. Aber ja, haben wir ja auch gebaut schon. Wir konnten sie doch noch bauen, habe ich eben gar nicht gesehen. Oder in der letzten Folge, keine Ahnung. Bin, glaube ich, gar nicht mehr so weit runtergegangen. Das war immer mein Problem, ne? Dass ich bei manchen Sachen da nicht so weit runtergegangen bin. Ich weiß auch nicht, wie viele Häuser man bauen darf, ob es vielleicht da dran noch liegt. Können wir gerne auch noch probieren. Laufen hier super viele Menschen rum. Zwerge. Menschenzwerge.
Da unten ging nichts mehr, ne? Ne. Und da haben wir da in der Reihe nochmal angefangen. Ja, machen wir das gerade weiter. Ja, so langsam wird es auch unübersichtlich, ne? Unordentlich glücklich, klaustrophobisch und grüner Daumen. Modisch und tierlieb, dann die beiden. Bauen wir noch ein Häuschen. Ja, aber da passiert ja auch nichts mehr, ne? Also ich erkenne da jetzt nichts mehr. Gesund und schnell. Klingt gut. Und tierlieb und glücklich. Jo, mach mal. Gut, jetzt kommen die auch noch beigebrettert. Wie gesagt, da oben nochmal XP bekommen. Jo, und so kann man das jetzt weitermachen und tun, das Spiel da. Super. Wie gesagt, das kann ich offcam mal noch ein bisschen weiter leveln. Wir sind Level 24 von 36. Das klingt für mich jetzt auch nicht so, dass da zwingend direkt noch was passiert. Komm mal ein Abschlussverlies. Unser Abschlussverlies. Yay. Ja, also dass da zwingend noch irgendwas passiert. Ah, da hinten sind noch irgendwelche Typen. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Zwerg dann immer übersehen habe, den jeder gefunden hat. Leute, die keine Eisenarmor gefunden haben, haben den gefunden. Also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Wir gehen ab ohne Ende. Ich krieg 100 Damage reingedrückt. Traumhaft. Und ich habe meine Dinge nicht verkauft, die ich glaube ich im Inventar mit mir schleppe. Ja, das könnte noch sein, dass man vielleicht auch super viel bei dem Händler verkaufen muss, dass das noch was auslöst. Also es gibt natürlich ein paar Dinge im Spiel, wie ich schon so oft gesagt habe, die rein theoretisch noch irgendwas auslösen können. Ah, und dieser magische Ort. Die wollen mich verarschen, ne? Da gibt's Dinge im Spiel, da geht gar nichts. Wo ist denn dieser magische Ort? Komm, dann machen wir das halt als am Schluss. Hier, der magische Ort. Ich soll irgendwas magisch... was ist das? Ah, das ist das Verlies. Okay, chillt direkt hier nebendran rum. Du bittest jetzt nichts, was du im magischen Becken verwenden kannst. Was soll das? Was soll das? Und auch hier nebendran an diesem, ich sagte immer Friedhof, an den Ruinen... Auch ein prominenter Ort, wo wir so oft hingeschickt werden. Da ist aber auch einfach nichts. Außer wenn da mal eine Quest ist und dann sind irgendwelche Untoten da und chillen hier rum. Der heilige Stein habe ich ja schon ein paar Mal hier kaputtgeschlagen. Nö. Und da ist Crumble. Nee, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite. Ich glaube, ich nenne die letzte Folge so... Wo ist Crumble? Das war's dann von meiner Seite. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, jo, was ihr hier vom Endgame haltet, was bei euch vielleicht noch passiert ist, keine Ahnung, ob da noch was zu erwarten ist, dann zeige ich vielleicht noch was. Wie gesagt, ich werde auch noch ein bisschen offcam weiterzocken, die Stadt voranbringen, noch ein bisschen an den Ressourcen arbeiten, dass noch mehr Nahrung beikommt, wegen mir diese... Kräuterhändler noch hinbauen oder was auch immer da noch so fehlt, keine Ahnung. Aber ich glaube, so gefühlt, dass da nicht mehr viel passiert, oder? Also manches fühlt sich mega unbalanced an, manches fühlt sich so an, als ob irgendwelche Dinge vergessen wurden, wie mit dem Laden, oder dass vielleicht noch reingepatcht werden, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine nächste Runde mit euch. Ein neues Projekt, eine neue Folge, wie auch immer. Schaltet gerne rein, so ist es nicht. Lasst gerne ein Like, ein Abo hier, würde mich mega freuen, wenn ihr mich auch bei anderen Projekten hier begleitet. Und das Ganze unterstützt oder halt Kommentare da lässt, wäre mega nice. Jo, und ich glaube, mehr ist hier nicht zu sagen, ne? Glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ich glaube, das war's so. Das ist brutal, ey. So, dann haben wir nochmal ein Level Up. Unser letztes Level Up, komm, das ist es. Level 25 von 34, was leveln wir? Keine Ahnung, ist ja relativ wurscht, oder? Zauberangriffsreduktion von Damage, Wahnsinn, wie wir abgehen. Gut, alles klar, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Reinschalten und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Bis dann, haut rein, ciao.